Okay, jetzt all meine Kampfkunst. Und bam! Ach, scheiße. Komm, komm. Konter, Konter, Konter. Oh, scheiße. Und go, 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 go. Yes! Mir ist gerade noch eingefallen, dass man diesen Ausweichschritt machen kann. Uah! Alter, ich sehe nichts. Das ist unfair. Kann ich jetzt noch ein nachsetzen? Nee, kann ich nicht. Okay, das ist irgendwie gerade ein bisschen langweilig zum Zuschauen. Das tut mir leid. Weil ich versuche jetzt, das wirklich gescheit zu machen. Weil wenn wir den Kampf verlieren und das alles nochmal machen müssen, dann wird es, glaube ich, irgendwie sehr langweilig. Und, komm schon, noch einen hinterher. Oh, wow, wow, wow. Stopp, 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 stopp. Komm, komm, und drauf, drauf. Zurück, zurück. Und... Ah, jetzt hat. Ah! Ich versuche jetzt auch diesen Ausweichschritt mal ein bisschen zu benutzen. Komm schon. Ah! Jetzt hat. Go! Ist das alles, was ihr habt? Wo ist der Rest eurer Leute? Welche Leute? Ihr habt wirklich keine Ahnung, was? Wache! Oh, Kacke! Oh, komm schon, das ist echt unfair. Ah, Mann! Du musst sterben, Spanier! Komm schon! Ah. Oh Mann, ey. Nein, 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 vergiss es. Du musst auch gleich weg. Komm, noch eins hinterher. Scheiße! Okay, aber der Spanier hat jetzt, glaube ich... Alter! Das geht gar nicht! Ah, Mann, ey. Vor allem kann ich die langsam auch gar nicht mehr auseinanderhalten, weil Ezio jetzt auch wie einer von den Waffen aussieht. Aber vielleicht können wir den jetzt noch erledigen. Alter, jetzt haben wir den Falschen anvisiert. Komm schon. Ach, nee, jetzt den... Vor allem der da hinten hat nur noch ein Health-Ding. Das finde ich gerade irgendwie nicht so geil. Komm, vielleicht können wir... Ja, zumindest haben wir den jetzt. Unser Foltermeister ist so gut, dass ihn nicht so dein, sondern auch deine und meine Geheimnisse preisgibst. Können wir den nicht mit so einem One-Hit oder so noch irgendwie kriegen? Jetzt! Onkel! Keine Sorge, Neffe. Du bist nicht alleine. Wolpe? Was tut ihr denn hier? Na, wir könnten euch wohl dieselbe Frage stellen. Hier. Spart euch die Fragen, Bruder. Lasst Borgia nicht mit der Kiste entkommen. Was geht ab? Hä? Oh, Kacke. Jetzt werdet ihr alle sterben. Macht ihn fertig, Ezio. Wir sind hinter euch. Hey, ich hab grad keine Ahnung, wo ich hin muss. Ah, zu dem da. Aber wir können es versuchen. Da ist er, da müssen wir hin. Borgia, komm, kommst du her? Mann! Nein, Ezio, falsche Richtung. Den will ich. Aber ich sehe nichts. Alter, warum visiere ich ihn jetzt alle an, außer den? Und vorhin wollte ich alle anderen anvisieren und habe nur den Borgia anvisiert. Das ist doch irgendwie kacke.
Ah! Und ich kenne mich auch nicht mehr aus, wer mittlerweile Ezio ist. Na komm, lass dich einfach töten, okay? Und bitte geh da hinten nicht in das weiße Licht, das ist nicht so geil, okay? Nee, jetzt kann ich hier echt ein Stück zurückgehen. Wir sollten das häufiger tun. Ja, das ist irgendwie noch nicht so. Eure Brüder mussten. Haha, du wirst jetzt sterben. Es gibt keine Gnade, wenn man sich mit den Templern anlegt. So, jetzt aber druff, 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 druff. Oh, ich hab schon einen Krampf in der Hand von lauter Angriff drücken. Das ist für meinen Vater. Paola. Er ist fort, aber wir haben, was wir wollten. Nein, ich muss ihm hinterher. Wirklich jetzt? Oder seid ihr aus einem anderen Grund hier, mein Sohn? Theodora, was tut ihr denn alle hier? Vielleicht dasselbe wie ihr, Ezio. Hoffen, dass der Prophet erscheint. Ich kam her, um den Spanier zu töten. Dieser Prophet ist mir völlig egal. Er ist eh nicht gekommen. Nein, aber ihr kamt. Was? Die Ankunft eines Propheten wurde angekündigt. Und ohne unser Wissen seid ihr da. Vielleicht wart ihr schon die ganze Zeit der, den wir suchten. Cosa? Wer seid ihr? Niccolo Di Bernardo dei Machiavelli. Ich bin ein Assassine. Ausgebildet in der Kunst, die Entwicklung der Menschheit zu beschützen. Genau wie ihr und alle anderen hier. Ihr seid alle Assassine? Paola? Volpe? Es ist wahr, Neffe. Wir haben dich alle geführt, seit Jahren. Haben dir beigebracht, was du brauchtest, um aufgenommen zu werden. Es ist wohl soweit. Wir haben, was wir wollten, aber es gibt noch viel zu tun. Kommt bei Sonnenuntergang wieder. Lashea Vakun Mutlak Bail Kolun Mumkin. Dies sind die Worte, die unsere Vorfahren sprachen, welche die Basis unseres Credos bilden. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenket. Nichts ist wahr. Wo andere begrenzt sind, von Moral oder Gesetz, bedenket. Alles ist erlaubt. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Es wird Zeit, Ezio. In diesen modernen Zeiten nehmen wir vieles nicht mehr so wörtlich. Aber unser Siegel ist immer noch permanent. Bist du bereit, dich uns anzuschließen? Das bin ich. Das tut nur kurz weh, Bruder. Wie so viele Dinge. Benvenuto, Ezio. Nun seid ihr einer von uns. Komm, es gibt viel zu tun. Oh, jetzt haben sie nicht gezeigt, wie Dingens runterspringt. Aber schön, den einen Todessprung ausführen. Ja, dann machen wir das doch. Ich finde es sehr schön, dass sie den Leap of Faith mit Todessprung übersetzt haben. Faith bedeutet ja eigentlich, soweit ich weiß, Vertrauen. Also der Sprung des Vertrauens. Das Vertrauen darauf, dass da unten... Oh, wir haben den Edenapfel. Das Vertrauen, dass da unten ein Heuhaufen liegt. Aber deutschen ist halt Sprung des Todes. Oh Mann, und jetzt sind wir auch offiziell ein Assassin und wir mussten uns nicht den Finger abhacken. Wir mussten ihn nur kurz brandmarken lassen, was jetzt auch nicht viel schöner ist, aber... It's something. Ja, ja. Alles okay? Besser aufhören? Nein, ich muss zurück. Sofort. Desmond wird langsam sehr zielstrebig, aber... Oh, oh. Oh Mann. Sean? Sean! Aber klar. Wie konnte ich das vergessen? Willst du uns nicht einweihen?
Rodrigo Borgia wurde 1492 zum Papst gewählt. Das bedeutet, dass Ezios größter Feind nun auch der mächtigste Mann Italiens ist. Wollt immer schon in den Vatikan. Dann hast du Glück, Desmond. Freu dich. Genau da führt deine Reise hin. Oh oh. Faszinierend. Total faszinierend. Was ist es, Leonardo? Wofür ist es gut? Das kann ich dir genauso wenig erklären, wie warum sich die Erde um die Sonne dreht. Ihr meint, die Sonne um die Erde? Es besteht aus Materialien, die es nicht geben sollte. Und doch handelt es sich um ein sehr altes Artefakt. Dieser Kodex nennt es einen Edensplitter. Der Spanier. Er nannte es den Apfel. Etwa Evas Apfel? Vom Baum der Erkenntnis? Willst du etwa andeuten, dass dieses Ding... Oh oh. Das darf niemals in die falschen Hände gelangen. Schwächere Geister würden wahnsinnig. Kein Zweifel, dass der Spanier alles tun wird, um es zurückzubekommen. Ezio, nutzt alles, das wir euch beibrachten, um es zu beschützen. Bring es nach Forlì. Die Zitadelle hat eine Mauer, wird von Kanonen beschützt und eine Verbündete kontrolliert sie. Wer ist diese Verbündete? Ihr Name lautet Katharina Sforza. Was ihr nicht sagt. Ich glaube, diese Mission wird mir gefallen. Dank dir für alles, mein ältester Freund. Leonardo, Ezio sagte mir, dass ihr oft nach Milano reist. Ich habe eine schöne Villa in der Toskana. Kommt doch mal zu Besuch. Ah, jetzt geht es zurück nach Forlì und zur guten Katharina. Mit dem venezianischen Umhang steigert sich der Bekanntheitsgrad nicht. Romagna, 1488, also immer noch im selben Jahr. Und in ein paar Jahren... Oder? Habe ich das richtig verstanden? Wird der Spanier-Papst... Warte mal, venezianischer Vorposten. Da gibt es eine Glyphe, die würde ich gern finden. Aber zuvor reden wir mit der guten Katharina. Ah ja. Seht, wer da ist. Madonna. Schon beim ersten Treffen hielt ich euch für etwas Besonderes. Aber ein Assassine? Katharina Machiavelli nach Forlì bringen, dann machen wir das doch. Geht mit mir, Caro. Ihr werdet Forlì lieben. Die Kanonen in unserer Zitadelle alleine stehen 100 Jahre hier. Das Artefakt wird hier sehr sicher sein. Vergebt mir, aber ich hörte noch nie von einer Frau, die ihre eigene Stadt beherrscht. Das ist sehr beeindruckend. Nun, einst gehörte sie natürlich meinem Mann. Er starb. Oh, das tut mir leid. Ach wo, ich ließ ihn töten. Oh. Wir fanden heraus, dass Girolamo Riario für die Templer arbeitete. Er fertigte eine Karte der Standorte der verbleibenden Kodexseiten an. Ich hab den verdammten Hurensohn eh nie gemocht. Er war ein schlechter Vater. Langweilig im Bett. Und überhaupt unausstehlich. Schau. Oh nein. Wie war das mit Frauen sind die besseren Assassinen, weil sie hinterhältiger sind? Aspetta, was geht hier vor? Sie kam, als sie gerade die Mauern hinter euch ließet, Signora. Die Stadt wird angegriffen. Was? Von wem? Die Brüder Orsi, Signora. Ach, verdammt nochmal! Wer sind die Orsi? Die Kanaillen, die ich für meinen Ehemann anheuerte. Das muss der Spanier sein. Die Orsi haben einen Horizont, der nicht über ihre Börse hinausreicht. Aber woher konnte er wissen, wohin wir den Apfel bringen, bevor wir es wussten? Sie sind nicht wegen des Apfels hier, Ezio. Sie wollen Riarios Karte. Ach, hört mir auf mit der Karte, Nicolo. Meine Kinder sind da drin. Oh, porco demonio.